Zum Weihnachtsfest 2018 grüße ich Sie sehr herzlich hier aus der Dorfkirche in Großzieten im Süden unseres evangelischen Kirchenkreises Neukölln. Wir feiern Weihnachten, wir bereiten uns darauf vor und jetzt ist es soweit, dass wir das Fest der Geburt Jesu feiern können miteinander. Weihnachten ist ein besonderes Fest. Wir kommen zusammen mit den Menschen, die uns nahe sind, die uns lieb sind. Wir feiern, dass Gott in unsere Welt hineinkommt. Die Weihnachtsgeschichten, die wir hören, sind freilich nicht nur Geschichten der Freude. Die Weihnachtsgeschichte ist auch eine Geschichte von Leid, von Flucht, von Verletzlichkeit. Das Kind, das da in der Krippe geboren wird, in dem Gott in die Welt kommt, ist ein verletzliches, ein verfolgtes Kind. Es ist das Kind, das Jahre später am Kreuz sterben wird. Wir feiern Weihnachten. Wir feiern, dass Gott zu uns in die Welt kommt. Aber er kommt in die Welt so, wie sie ist, mit ihrer Freude, aber auch mit ihrer Verletzlichkeit. Martin Luther hat das in einem wunderbaren Weihnachtslied beschrieben. Er schreibt davon, dass in dem Kind, das Maria im Schoß sitzt, dass dieses Kind das Schicksal der Welt gleichsam vorbereitet. Und er versucht deutlich zu machen, dass mit diesem Kind ein neues Licht in unser Leben und in diese Welt kommt. Er dichtet mit Blick auf dieses Kind: Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Das sollen wir zu Weihnachten sein. Lichtkinder, Menschen, die aufgehoben sind, geborgen bei Gott. Menschen, deren Leben, deren Alltag im Licht von Weihnachten, im Licht des Kindes in der Krippe eine neue Bedeutung, einen neuen Glanz, einen neuen Schein bekommt, sodass wir von diesem Licht auch in unserer Welt erzählen können. Und so wünsche ich Ihnen und den Lieben, die zu Ihnen gehören, ein gesegnetes, ein fröhliches Christfest 2018.